Als Fan von Spielen, die eine geile Story haben, sage ich an dieser Stelle Naughty Dog. Wohlwissend, dass es da natürlich spielerisch vielleicht die ein oder andere Schwäche gab, man munkelt, ist. Es ist nicht immer das Innovativste der Welt. Ist auch absolut richtig, aber ich habe halt Bock auf geile Geschichten. Und diese die Naughty Dog-Spiele, die packen mich einfach jedes Mal bei den Emotionen und klatschen die Eimer auf den Boden. Zumindest im Fall von Last of Us 2. Aber auch zum Beispiel die Figurenzeichnungen in Uncharted, die haben das einfach drauf, coole Geschichten zu erzählen. Und das mag ich. What? Just keep going. It was interesting. Ich finde, das ist immer ein bisschen gefährlich, ein Studio so zu nennen, weil man weiß nie, wann die mit einem Anthem oder Cyberpunk um die Ecke kommen können. Deswegen sage ich einfach mal Kojima Productions. Aber wenn man dabei mal die vorherigen Metal Gear Spiele dazu zählt, weil ich finde, auch wenn natürlich da das gleiche Potenzial besteht, finde ich, ist es wenigstens so eine Konstante im Gaming, die immer mal irgendwas Komisches macht. Also man kann jetzt von Death Stranding und so halten, was man will, aber ich finde es gut, dass so Spiele existieren und irgendjemand komische Sachen macht. Ich liebe From Software. Aber ich möchte an dieser Stelle nicht From Software nennen, weil das macht Basti garantiert. Der sitzt da schon und der sieht so, oh ja, From Software ist super cool. Ich möchte ein anderes Team nennen, das es leider nicht mehr gibt, aber das mein Herz auch erobert hat mit famosen Videospielen. Und zwar ist es Team Ico. Ne? Wir erinnern uns an Ico. Erstlingswerk, aber noch so ein bisschen. Shadow of the Colossus ist wahrscheinlich mein absolutes Lieblingsspiel of all time. Und The Last Guardian habe ich auch am Ende nur geheult. Und das sind so wunderbare, fast schon märchenmäßige Spiele. Ich will mehr. Gib mir mehr. Komm zurück. Mehr. Basti sagt FromSoft, 30 Sekunden. Go! Ich habe ja eigentlich darauf gebaut, dass Kuro From Software sagt. Deshalb sage ich nicht From Software, aber irgendwie auch wieder doch, weil jetzt habe ich es gerade reingeworfen. Aber in letzter Zeit wieder zu einem meiner Lieblingsstudios avanciert ist Remedy Entertainment. Mit Alan Wake 2 haben die echt ein richtig geiles Spiel gemacht. Davor Control war Hammer. Ich liebe Max Payne. Das war so ein großes Spiel meiner Kindheit. Ist falsch, weil da war ich schon ein bisschen älter. Aber egal, war auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Und die sind einfach zurück zur Form, haben zurück zur Form gefunden und machen einfach sehr einzigartige, sehr besondere Spiele. Ich mag Remedy sehr gerne. Ich mag dich sehr gerne. Liebstes Game-Studio. Den, wir haben auch wieder, das ist schon schwierig. Liebstes Game-Studio, fällt mir echt fast nichts ein. Hey Leute, was soll ich sagen? FromSoft. Muss ich es erklären? Was? Nein. Gut. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keins. Es gibt so viele gute Studios. Es gibt so viele gute Studios, die viele gute Spiele gemacht haben. Aber wenn ich eins nennen muss, dann gilt das auch nicht für heute, sondern für die Esther von vor 10, 15 Jahren. Weil ich habe damals sehr BioWare geliebt. Okay, vielleicht eher 10 Jahre. So bei Mass Effect und Dragon Age, damals die ersten Teile, besonders der erste, da war ich ziemlich into und damals mochte ich das Studio sehr gerne. Heute, okay. Ich habe echt lange überlegt und es gibt natürlich viele kleinere Game-Studios, irgendwie That Game Company zum Beispiel, die ich ganz toll finde. Aber das gesamte Oeuvre ist ja auch irgendwie wichtig und ich bin einfach zu Capcom gekommen. Ich bin zu Capcom gekommen, weil die einfach seit den 80ern, Ende der 80er bis heute fantastische Dinge abliefern. Meine ganzen liebsten Brawler, King of Dragons, Knights of the Round, Final Fight haben die gemacht. Jetzt machen sie die Resident Evil Remakes, die Resident Evil Reihe allgemein, Mega Man. Capcom ist einfach durchgehend consistent. Bis heute. Oh, Black Isle Studios wollte ich noch sagen. Da muss ich wohl Naughty Dog sagen, weil die einfach in letzter Zeit alles, was sie rausgebracht haben, ist Gold. Es ist einfach Instant Classics. Schon damals mit Crash Bandicoot, wenn ich zurückdenke, sind vielleicht nicht so gut gealtert, aber als Kind habe ich sie geliebt und anscheinend wurde da schon die Liebe eingepflanzt. Und ja, Uncharted, Last of Us sind absolute Perlen. Und eigentlich müssten sie nichts anderes mehr machen. Aber ich würde mir schon wünschen, wenn da auch mal noch eine neue Serie kommt und nicht nur noch Remakes. Aber die wird dann bestimmt auch herausragend. You're gonna need to be more specific. Ich werde für immer auf mein Leben CD Projekt Red verteidigen. Ich weiß, sie hatten ein großes Cyberpunk-Fiasko. Ich hatte Glück, ich hatte eine gute Version, die wenig Bugs hatte, sogar auf der PS4. Fragt mich nicht wie, keine Ahnung. Aber ich hatte sehr viel Spaß damit und ich bin sowieso für immer für die Witcher-Reihe und für Witcher 3 so dankbar, weil Game of the Century, sorry, aber spiele ich von mir aus noch 500 Stunden. Das liebste Game-Studio in jüngsten Zeiten ist tatsächlich Pocket Pair, weil die Palworld-Macher, ja, die haben
schon scheiße gebaut, vielleicht, aber es wurde nicht bewiesen. Ich habe aber Blogs gesehen, wo sie sehr ehrlich von ihrer Passion zu Videospielen geschrieben haben und wie sie halt sich inspiriert haben lassen und irgendwie so einen Cocktail rausgeballert haben, der ein Herzensprojekt war. Und da hatte ich so eine kleine Connection zu denen. Ich weiß nicht, ob sie cool sind, auf jeden Fall war es authentisch und das hat mich angemacht. Hallo, mein Name ist Nils Wumhoff, Videospieljournalist und mein liebstes Gamespielstudio ist auf jeden Fall FromSoft. Warum? Nun, sie haben eine fast unbefleckte Biografie. Sie haben nicht das gemacht, was viele erfolgreiche Videospielunternehmen früher oder später tun, schlechte Spiele zu produzieren. Sie haben eine gute Formel entwickelt, es kommen nur Highlights raus. Sie haben ein komplettes Genre begründet mit den Souls-Titeln und man freut sich auf jedes neue Spiel. Selbst dieses komische Mac-Ding, was sie da jetzt rausgebracht haben, macht aus irgendeinem Grund Spaß, obwohl das gar nicht mein Ding ist. Also FromSoft, weiter so. Es gibt ein paar große Namen, wo ich mich natürlich auf jedes Spiel erstmal grundsätzlich freue, wenn es rauskommt. Ich möchte aber an dieser Stelle zwei kleinere nennen, und zwar zum einen Crows, Crows, Crows. Ich weiß, die haben noch nicht viel gemacht, vor allen Dingen Stanley Parable. Aber alleine, was sie drumherum machen und alle Pressemitteilungen und alles, der komplette Vibe, der von diesem Studio ausgeht, mag ich sehr gerne. Und noch ein kleines, was eigentlich aber auch wieder nur eine Person ist, ist Daniel Mulligan's Games. Daniel Mulligan Games? Naja, also Inscription, Pony Island, ich freue mich sehr auf Pony Island 2. Aber all diese Spiele, sehr cool, deswegen diese beiden Game Studios, best. Mein liebstes Game Studio ist natürlich Square Enix. Die haben einfach die allergeilsten Spiele rausgebracht, unter anderem halt die ganze Final Fantasy Serie und Nier Automata und alle anderen Nier-Spiele und auch Powerwash Simulator, dass so viele Leute spielen können, man muss dafür nicht mehr ein richtiger Gamer sein. Also Square Enix, beste. Automata. Whatever. Licalis, und wem das nix sagt, ist das Studio von The Binding of Isaac. Die haben dieses wunderschöne Spiel gemacht. Ich habe sehr viele Stunden da drin verbracht. Ich brauche gar kein anderes Spiel von denen. Ich brauche einfach nur mehr von denen. Also von Binding of Isaac. Ja, reicht. Danke. Ciao. Bestes Game Studio, würde ich sagen, ist FromSoft. Ist ein bisschen unoriginell, aber seitdem sie halt 2009 angefangen haben mit ihrer Souls-Schiene, ist alles, was die machen, toll. Und alles weiß ich zu wertschätzen, habe riesen Spaß mit und bewundere auch das, was die alles machen, was für Welten die kreieren. Und das führt mich zu dieser Aussage. Ist mein liebstes Game-Studio. Könnte auch Capcom sagen, aber die machen auch manchmal Sachen, die mir nicht gefallen. Ja, da muss ich es mir jetzt einfach machen. Da gibt es zwei Sachen, die mir direkt eingefallen sind. Das ist Rockstar Games und Naughty Dog. So. Es ist eine einfache Wahl. So. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich schon Rockstar Games nehmen. Da weiß ich, das ist eine sichere Nummer. Da weiß ich, was ich kriege. Also, einfache Nummer, nehme ich. Das liebste Game Studio muss natürlich Bungie sein, ist klar. Weil es gibt kein anderes Game Studio, mit dem ich so viele schöne Jahre verbracht habe. Umso schlimmer zu sehen, dass es denen jetzt aktuell so schlecht geht und sie irgendwie in Trümmern da liegen, könnte man sagen. Ich hoffe wirklich, dass sie das überstehen, diese Phase, dass Final Shape gut wird und sie vielleicht wieder zu neuen Höhen es schaffen. Eine Honorable Mention noch, Housemarque, finde ich übrigens auch richtig geil. Die machen auch super geile Games und wenn da ein neues Spiel rauskommt, dann bin ich immer so, Wie bist du da? Ja, dann erzählt doch mal in den Kommentaren, was euer Lieblingsstudio ist. Ich bin sehr gespannt, wie oft From Software erwähnt wird. Vielleicht ein, zwei Mal mehr als hier im 30 Sekunden über, man weiß es nicht. Ansonsten guckt euch die anderen Videos an und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Danke.